Oh, ja. Hallo Leute und willkommen hier bei Meerbekehrt. Ich habe heute noch ein kleines Päckchen direkt aus London bekommen und der Inhalt, den finde ich richtig interessant. Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Das kleine Paket hier kommt von Snug, wie man sehen kann. Das ist ein Case-Hersteller und ich habe hier iPhone 8 Cases drin. Verschiedene, also iPhone 8. Mute ich das sozusagen, denn das iPhone 8 wird ja quasi das iPhone 7S nach neuesten Infos. Und das hier, was man immer als iPhone 8 bezeichnet hat, wird vermutlich iPhone X heißen. Auf jeden Fall sind das hier Cases für das iPhone X und zwar von der Infinity-Serie. Was haben wir hier noch? Der Vision-Serie, der Pulse-Serie und der Legacy-Serie. Das sind solche Wallet-Cases, wie das ausschaut. Okay, gucken wir mal nach, was wir genau hier drin finden. Drei Stück sind hier auf jeden Fall schon mal mit drin und die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich bin auch besonders gespannt, da ich noch nie hier das iPhone X so richtig in der Person in der Hand hatte, können wir uns jetzt mal etwas die Größe ansehen im Vergleich zum iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Mal schauen, wie das Ganze so ausfällt. Ich werfe einfach mal einen Blick hier in das erste Packungscase rein. Das ist aus der Infinity-Serie, also eines dieser Cases hier, die es in verschiedenen Farben gibt. Schauen wir mal rein und schauen wir mal nach. Ich bin echt gespannt, vor allem auf die Größe und wie sich das in der Hand anfühlt. Und da haben wir es, Snug Fit for Life Infinity-Serie. Wir sehen natürlich hier den vertikalen Kameraausschnitt, der ziemlich groß geraten ist. Und ansonsten hier die Buttons, lauter, leiser und der Mute-Switch, das bleibt wie es ist. Und tjo, einen ziemlich langen Ausschnitt hier für den Power-Button. Der soll ja ein paar mehr Funktionen und sogar zwei Druckpunkte bekommen. Zumindest wenn man den Gerüchten glauben soll. Und auf der Unterseite, da sieht es eigentlich aus wie immer. Und von der Größe her, ja, es fühlt sich etwas größer an wie so ein iPhone 7, was ich immer benutze, aber ehrlich gesagt nicht allzu viel größer. Vergleichen wir mal. Hier habe ich das iPhone 7 und ja, ich lege es einfach mal rein. Und dann können wir sehen, dass wir hier ein wenig Luft noch hier oben haben, aber wirklich nicht allzu viel. Und auch in der Breite ist nur ein bisschen zugelegt worden. Also, ja, es wird etwas größer, etwas länger, etwas breiter, aber nicht besonders viel. Und auf der Rückseite könnt ihr sehen, wie groß hier dieser Kameraausschnitt ist im Vergleich hier zum iPhone 7. Also da passt locker, na gut, locker eine zweite Kamera rein, wollte ich sagen. Da kommen ja auch zwei Kameras rein und der Blitz noch zusätzlich dazwischen. Auf jeden Fall von der Größe her hält sich das hier wirklich in Grenzen und wird gar nicht mal so riesig, Gott sei Dank. Hauptsache das Display, das wird richtig schön groß. Und dann mal kurz noch im Vergleich hier zum iPhone 7 Plus, was ja ein richtiger Klopper ist, ein Riesenteil. Und da lege ich das Case einfach mal davor. Da sehen wir, dass das iPhone 7 Plus doch schon nochmal, ja, ich würde mal sagen, so ein Zentimeter länger ist auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn man das Case abzieht, auch so einen halben Zentimeter breiter als jetzt hier das eigentliche iPhone X. Mann, die Namen machen mich ganz durcheinander. iPhone X, iPhone Edition, iPhone 8, wie dem auch sei, was es auch werden wird. Also das hier war das erste Case Infinity-Serie. Schauen wir mal weiter. Das nächste wird aus der Pulse-Serie sein, so steht's drauf. Und das ist dann eines von diesen hier. Ah, das sind die mit dem Wellenmuster. Die finde ich cool, zeige ich euch mal. Hab schon mal so eins in der Hand gehabt. Es wird auch bald ein Video dazu kommen zu iPhone 7 Cases. Hier von Snug, die könnt ihr dann auch gewinnen. Und ja, schauen wir einfach mal. Das ist das Pulse-Case, auch mit dem großen Ausschnitt. Und was ich hier erwähnt habe, mit dieser schönen Wellenform. Und ja, das fühlt sich irgendwie richtig schön an, wenn man drüber fährt. Lädt immer so zum Spielen ein, diese Struktur. Und sieht dann eben so aus. Auch hier haben wir nochmal die Buttons, einmal hier abgedeckt, lauter, leiser. Und hier sehen wir nochmal den eigentlichen Power-Button. Hier kann man die Größe schön sehen. Wenn ich mal das iPhone 7 daneben halte, seht ihr schon, dass der Power-Button hier, ja, ich würde mal sagen, doppelt so lang geworden ist, wie er jetzt aktuell bei den iPhones aussieht. Also hier iPhone 7 Power-Button, wirklich nur die Hälfte. Und iPhone 7 Plus, da ist er ja auch nicht größer. Also wir bekommen hier wirklich einen langen Power-Button, der hier viele Funktionen auch des Home-Buttons übernehmen wird. Ansonsten, ja, ein ganz nettes Case, fühlt sich gut an soweit, aber das soll ja kein Case-Review werden. Ich will ja nur mal die Größen vergleichen. Auch hier mal schnell das iPhone 7 reingepackt und man sieht wieder, wie wir hier die Lücke haben. Einmal hier oben und natürlich auch nochmal hier unten in dem Fall und hinten die Kamera.
Tja, also sehr schön. Das war Case Nummer 2 und dann schauen wir mal in das dritte Case, in die dritte Box rein. Das ist aus der Vision-Serie. Und das ist die Vision-Serie und wie man hier sehen kann, wird das wohl transparent dann sein, dass man auch die Rückseite noch sehen kann. Schauen wir rein, ich bin gespannt. Mann, erstes Mal ein Case fürs iPhone X und ui, ja, die Männerversion in rosa habe ich hier bekommen. Sehr, sehr schön. Also, das sieht ja schon irgendwie sehr merkwürdig aus. Aber hier kann man die Größe mal schön sehen. Wenn ich hier das iPhone 7 mal reinlege, könnt ihr hier nochmal schön den Kameraausschnitt sehen, wie viel Luft da noch oben drin ist. Und auch hier an den Rändern kann man sehen, wo das dann nicht abschließt. Und was mir hier auch direkt mal auffällt, genau, das ist hier innen drin so ein bisschen genoppt. Man kann die kleinen Punkte sehen, damit, wenn das so ja eine Glasrückseite haben wird, das iPhone X, dass die nicht so direkt da auffliegt und sich dann hier solche Luftblasen und Ansaugblasen bilden, sondern damit das immer noch schön und schick aussieht. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal rum. Dann haben wir hier den Ausschnitt für den Mute Switch. Power Buttons abgedeckt, Snug Branding, Unterseite. Ja, schaut mal, da passt ja sogar die ganzen Anschlüsse vom iPhone 7 perfekt rein. Sogar hier unten die Lautsprecher und der Lightning Port passen 1A, wenn ich das Teil hier mal so mittig reinhalte einfach. Und dann haben wir hier nochmal den langen Power-Button. Oben natürlich nichts. Und so sieht das Ganze dann von vorne aus. Hier kann man schön nochmal sehen, wie dann die Dimensionen anders sein werden beim iPhone X. Sehr schön. Und das wäre es schon gewesen. Ein erster Blick auf die ersten Cases, die ich hier in die Pfoten bekommen konnte. Vom iPhone X, iPhone Edition, iPhone 8 oder iPhone, wie dem auch sei. Sagen wir einfach mal 10 Jahre Jubiläums-iPhone. Und somit habt ihr schon mal einen kleinen Größenvergleich, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Es ordnet sich ein zwischen iPhone 7 und iPhone 7 Plus, aber das Display, das wird eine ganz eigene Liga werden. Ich freue mich mittlerweile wirklich schon sehr darauf, bin gespannt. Nächste Woche Dienstag ist es ja endlich soweit, dann wird es offiziell vorgestellt, auch wenn ich jetzt, glaube ich, schon alles gehört habe, denn es wurde so gut wie alles geleakt, aber vielleicht kommen ja doch noch die ein oder anderen Überraschungen mit bei rum. Ich schaue es mir auf jeden Fall an und werde euch berichten. Vielen Dank nochmal an Snug für das Vorbeischicken der Cases. Die gibt es nochmal in einem ausführlichen Hands-on-Test, wenn ich das iPhone 8X wie auch immer in den Händen halten werde. Aber für das erste Mal soll es das gewesen sein. Und jetzt warten wir auf den Kollegen hier. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.